Auf so ungemütliches Wetter wie heute müssen wir uns morgen wohl nicht einstellen. Petrus hat uns einen zwar kalten, aber immerhin regenfreien Sonntag versprochen. Hoffentlich hält er sich auch dran. Der Winter scheint zurück zu sein, denn der Sonntag geht mit Minusgraden los und mit Minusgraden wird er auch enden. Auch tagsüber bleibt es kalt. Das Quecksilber klettert auf maximal 3 Grad. Dabei wandern Wolken über den Himmel, regnen soll es aber nicht. Und auch die Sonne lässt sich hin und wieder blicken. Die Sonne werden wir in den kommenden Tagen dann aber nicht mehr zu Gesicht bekommen, denn der Himmel ist wolkenverhangen. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, mehr als 3 Grad sind erstmal nicht zu erwarten. Am Dienstag kann es bei den winterlichen Werten dann auch mal schneien. Herzpatienten sollten es aufgrund der Wetterlage morgen etwas langsamer angehen. Das gleiche gilt für Menschen mit hohem Blutdruck. Denn auch der könnte wetterbedingt ansteigen. Förderlich ist der Mix aus Sonne und Wolken dagegen für den Kreislauf.